Dann gucken wir mal, dass wir aufräumen. Ja, Safada. Können wir eigentlich die eher geben? Wenn wir Minsk die geben, ist das besser, ja. Ja, Minsk geben wir jetzt erstmal alles an Waffen und so. Pfeile sind in Ordnung. Ja, das kann auch erstmal noch alles zu Minsk. Und ja, ganz ehrlich, das ist ein Stab der Furcht. Den können wir gleich mal gegen den Feuerstab hier austauschen. So, da sehen alle eigentlich relativ gut ausgerüstet aus. Ha, Feuerkugeln. Kaufe ich doch noch Yeah. ein bisschen Back dumb Munition. and dung. An army marches on its stomach. Was hast du eigentlich an besonderen magischen Gegenständen gehabt? Robe des Abenteurers bringt nichts. Schurkenrobe, Schutzumhang, Rüstungsarmschienen, jede Menge Edelsteine. Oh, Munitionsgürtel, der kommt her. Nimmer voller Beutel, komm her, Schatz. Sehr schön. I have many fine wares. So, Waffen. Dann wird hier jetzt auch mal noch mal ein bisschen geshoppt. Fünf Stacks hiervon. Zwei Stacks hiervon. Und Kugeln plus 2. Ja, die kann er kaufen. 7 Stacks hiervon. Und ich habe gar nicht genug Geld mehr. Okay. Dann ein Stacks Kugeln. Okay. Though Minsk is as brawny as they come, he cannot carry everything. And he must make room for both. So, das war hier rein. Die können zu ihr. So und so. Nimm mal voller Beutel. Sehr schön, dass wir den haben. Aber auch die Pfeile von Minsk nehmen. Hier reinpacken. By demand. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, jetzt verkaufen wir vor Dünner hier die beiden Sachen noch. Und kaufen wenigstens noch. Ah, was haben wir jetzt gerade verkauft?
Also, Schleuderkugeln. Wir kaufen wenigstens noch einen Stack Kugeln plus zwei. Der kann aber in den Munitionsbeutel rein. So. Ja, das sieht auch schön übersichtlich aus. Gut. Das heißt, Waffen, die wir gerade auch nicht brauchen, können auch da rein in den vollen Beutel. So. Das heißt, wir wären bereit zum Aufbruch. Worum ihr braucht, nur zu fragen. There you are. The caravan's at the palace gate. We're ready to head to Dragonspear if you are. Ja, nur ja, da seid ihr. Die Karawane steht am Palasthof. Wir sind bereit, nach Drachenspear aufzubrechen, wenn ihr es seid. Bereit. Los geht's. Vorwärts Marsch. Los, zeigt es ihnen. Zeigt Kehla, was mit ihresgleichen im Tor geschieht. Was macht ihr? Jubeln, jubeln für ein Geschwister von Sarivok. Genau das sind sie. Sie haben Sarivoks Tagebuch gefunden. Es enthüllt die Wahrheit, aber der Rat der vier möchte es geheim halten. Ist das wahr, weil du hier seid ihr ein Kind Balds? Jetzt werfen wir Helden vom Baldurs Tor. Ich regle das, Hauptmann Corwin. Ignoriert sie, Corwin. Ja, das tun sie und ich werde antworten. Das ist eine schlechte Idee. Hört mich an, Leute von Baldurs Tor. Ich weiß, dass ihr unter Sarivok gelitten habt. Ich weiß, dass ihr die Zukunft fürchtet. Die Ketzerin Kehla treibt überall an der Schwertküste gute Menschen aus ihren Häusern. Ich höre eure Schreie nach Gerechtigkeit und schwöre euch, ich werde diese Bedrohung für uns alle Einheit gebieten. Da habt ihr wahrscheinlich recht. Hört mich an, Leute von Baldurs Tor. Ich bin ein Kind Baals, wie schon mein Halbbruder Sarivok vor mir. Und ich bin euer einziger Schild gegen das, was kommt, euer einziges Schwert. Nur göttliches Blut in den Adern kann gegen das Kinder des Gottes bestehen. Nur einer kann der Bedrohung durch Kehla ein Ende setzen. Jetzt tretet zur Seite, bevor ihr meinen Zorn spürt. Also, ich werde mich, als Bade bin ich klug genug, mich hier nicht zu outen. Und das erste klingt viel zu sehr nach Paladin. Deswegen habt ihr wahrscheinlich recht, Corwin. Richtig so, schert euch aus unserer Stadt regiges Balgesindel und kommt nie wieder. Haben wir auch nicht vor. Leider. Zum Glück. Captain Shale Corwin and her aide, Corporal Bence Duncan, maintain order in the caravan from Baldur's Gate. Some who joined the expedition are unaccustomed to flaming fist discipline. Hard lessons are learned in the early days of the march north. The journey is slowed by the Crusade's victims. A multitude of broken, haunted men and women clog the coast way. When asked, they speak of fields set aflame, granaries ransacked, and family conscripted by the Crusade. Yet many characterize these hardships as necessary sacrifices in pursuit of a greater good. A strange acceptance, even admiration of Kaelor Argent is disconcertingly common in those she has wronged. Some proclaim the Shining Lady a prophet, doing the work of not one but all faiths, all gods. Is it possible Kaelor Argent's cause is a righteous one? Or is she engaged in a great deception to further her own agenda, as Sarivok once did? Ja, Hauptmann Shale Corwin und ihr Gehilfe Corporal Bence Duncan sorgen in der Karawane von Baldurs Tor für Ordnung. Manche, die sich der Expedition angeschlossen haben, sind die Disziplin der Flammende Faust nicht gewohnt. In den ersten Tagen des Marsches nach Norden lernen sie ein paar harte Lektionen.
Die Reise wird durch die Opfer des Kreuzzugs verlangsamt. Eine Vielzahl gebrochener, gequälter Männer und Frauen blockieren den Küstenweg. Wenn man sie fragt, dann erzählt sie von Feldern, die in Brand gesetzt wurden, von getöteten Getreidespeichern und von Familien, die durch den Kreuzzug zwangsverpflichtet wurden. Und doch bezeichnen viele diese Strapazen als notwendige Opfer für das Wohl der Allgemeinheit. Eine seltsame Akzeptanz, ja sogar Bewunderung für Kayla Argent, ist beunruhigend, häufig bei denen anzutreffen, denen sie Unrecht getan hat. Manche behaupten, dass die strahlende Dame eine Prophetin sei, die nicht nur das Werk eines, sondern aller Götter und Glaubensrichtungen verrichte. Kann es sein, dass Kayla Argents Sache doch gerecht ist, oder ist sie an einer weitaus größeren Täuschung beteiligt, mit der sie ihre eigenen Ziele vorantreiben will, so wie es Sarivok einst tat? Das werden wir sehen. And what of your goals? Was sind deine Ziele? Souls were lost during the Dragon Spear Wars. I will see justice done and restore them to the light. Viele Seelen. Yes, quite honorable. But what makes you think yourself capable of achieving this, Kayla Argent? You dare befoul my person with your magics? Blood is something to behold, not fear. Your divine heritage radiates from you. From which of your parents, mother or father? Enough of these games and enough of your questions. Heffernan, get this mage out of my sight. At once, my lady. We will have words about this, scarred one. Perhaps. Ich habe so das Gefühl, dass das Irenikus ist. Das war nämlich derselbe Typ, der auch... Oh, ist das unsere Kiste? Ja, wie ihr wünscht. Ja, ich glaube, das ist unsere Kiste. Das heißt, wir schleppen das Ding die ganze Zeit mit uns mit. Und wir sind in unserem Heerlager. Küstenwegübergang sind wir jetzt gerade. Also ja, nördlich vom Baldur's Gate. Koalitionslager, Burg Drachenspeer. Mhm. Und wir sind in Kapitel 8. Ja. Oh, sogar Zeichen. Lager der... Wow, das Gebiet ist groß. Ausrüstung von Brenno. Ja, also meine Truhe nehmen wir mit. Das ist schon mal gut zu wissen. Allerdings haben wir den nimmervollen Beutel jetzt für diese Angelegenheit. I am Mizena, faithful of Tempus. Praise be to the Lord of Battles. Ich bin Mizena, Anhängerin von Tempus. Gepriesen sei der Herr der Schlachten. Was macht der Kleriker von Tempus hier? Soldaten für die kommende Schlacht stehen, die Erwartung auf gerissenen Ruhm wecken, warten auf den Ruf meines Herrn. Ihr seht wie jemand aus, der viele Schlachten gesehen hat. Ihr seid eindeutig kein Soldat. Was wollt ihr von mir? Welche Dienste bietet ihr an? Quartiermeister Belgram kümmert sich um die Vorräte. Ich kann euch allerdings mit Klerikerdiensten behilflich sein. Die Gunst des Herrn der Schlacht ist eine praktische Sache, besonders in Zeiten wie diesen. Also ja, sie kann heilen. Gut. Erneut Grüße, Reisende. Was braucht ihr? Erzähl mir etwas über den Herrn der Schlachten. Was gibt es da zu sagen? Seid furchtlos, lauft nicht vor dem Kampf davon. Folgt den Regeln des Krieges, das sind seine Gebote. Lauft nicht vor dem Kampf davon, also niemals Rückzug. Man führt nicht leichtsinnig Krieg. Zieht euch zurück, wenn ihr müsst, aber vermeidet nicht die Schlacht, wenn sie bevorsteht. Siegt und siegt entscheidend. Warum folgt ihr Tempus? Wir alle folgen dem Ruf auf unsere eigene Weise, oder nicht? Für mich kam es früh im Leben. Ich liebte den Nervenkitzel des Kampfes, die Aufregung, die durch meine Adern floss, wenn ich dem Feind gegenüberstand. Meine Familie dachte, ich wäre dafür ausersehen, ein Soldat zu sein. Tempus hat mir etwas anderes gezeigt. Es war nicht das erste Mal, dass mein Weg anders verlief, als mir alle vorhergesagt hatten. Dann fürchtet ihr also gar nichts. Was sollte ich befürchten? Krieg? Krieg ist eine Naturgewalt, der Sturm, die Zivilisation durch ihre bloße Existenz herbeiführt. Ich werde über seinen Donner lachen und mich von seinen Winden treiben lassen, solange ich kann.
Eines Tages werde ich sterben und mit Freuden zu meinem Gott zurückkehren, in dem Wissen, ihm gut gedient zu haben. Es gibt nichts, was in einem solchen Leben zu fürchten ist. Da fürchtet ihr also gar nichts. Versucht es nicht mit feigen Tricks oder ehrlosen Taktiken. Ihr müsst allen die Möglichkeit zum Heldenmut zugestehen, selbst dem Feind, dessen Leben ihr nehmen müsst. Handelt so, und Tempus wird euch seine Gunst schenken, denn ihr werdet euer Heim verteidigt haben und immer noch erhobenen Hauptes dastehen. Ich habe keine weiteren Fragen mehr. Dann gehe ich davon aus, dass ihr euren Abschied nehmt. Das werde ich bei anderer Gelegenheit.